Das ist einfach ein Reh auf der Straße, oh mein Gott! Zwei Rehe, drei Rehe, oh! Ja, moin Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder auf dem Pitbike, weil das Wetter endlich mal wieder schön ist. Ja, und heute bin ich auf der Straße unterwegs. Ihr stellt euch bestimmt gerade die Frage, warum ich so langsam fahre und ob das überhaupt erlaubt ist, auf der Straße zu fahren. Jo, also das ist so, man darf maximal 20 km/h fahren mit einem elektrischen Fahrzeug. Alles, was drüber ist, braucht so eine Typengenehmigung und das habe ich natürlich nicht. Deswegen, solange ich hier auf der Straße fahre, nur um sicher zu sein, fahre ich jetzt halt nur mit Stufe 1 auf 15 km/h, damit das Ding halt noch legal ist. Ich komme mir halt ziemlich dumm vor. Ach komm, hier können wir ein bisschen schneller fahren, oder? Also. So, und jetzt sind wir schon wieder hier in der 30er-Zone. Oh, das ist einfach zu langsam, Mann, ey. Oh, shit, Alter, wie viele Mücken. Alter, voll eine Mücke ins Auge gekriegt, ey. Das ist einmal ein bisschen warm und direkt 100.000 Mücken überall, ey. Ich krieg die nicht raus. Ach ja, übrigens, ich habe auch extra deswegen eine Klingel montiert und Licht vorne und hinten, damit das Ganze ein bisschen legaler ist, sag ich mal so. Ich will nämlich echt keinen Stress haben mit der Polizei. Und ihr habt den Titel schon gelesen, ich möchte heute mal testen, ob das Ding auch die 100 km/h schafft. Viele haben nämlich gefragt, wie schnell fährt das Ding überhaupt. Das ist so die meistgefragte Frage. Deswegen gehe ich das jetzt testen auf einer, sag ich mal so, abgesperrten Strecke, wo schön gerade ist, wo kaum Autos fahren und so. Ja. Oh Mann, ey, das ist so langsam. Das ist so abnormal langsam. Das kann man doch nicht machen, ey. Ja, auf jeden Fall eine schöne, gemütliche Fahrt hier. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm, einfach perfekt. Ja, das Display habe ich jetzt auch so montiert, dass es nicht die ganze Zeit wieder runterhängt. Und ich habe mit GPS, also mit einem Handyprogramm, die Geschwindigkeitsanzeige eingestellt, sodass sie auch ein bisschen der Wahrheit entspricht. Guck, da überholen die schon. Auf einer Brücke. Eieiei. Oh Mann, sind hier viele Leute. So, mit diesen maximal 20 km/h darf man auch dort durchfahren, wo ein Motorradfahrverbot ist. Und das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall. Ja, das ist natürlich praktisch. Boah, was für eine geile Strecke. Ich werde auch nachher noch mein GPS-Programm anmachen, um die Geschwindigkeit von dort auch nochmal abzulesen. So, dass wir wirklich wissen, ja, immer noch nicht ganz hundertprozentig genau mit dem Handy, aber dass wir ziemlich genau wissen, wie schnell das Ding jetzt wirklich fährt. Guck mal, was steht hier. Fahrzeuge des Bundes gestattet. Nein, ich bin nicht ein Fahrzeug des Bundes, aber okay. So, jetzt habe ich hier meine App gestartet. Dann testen wir mal, ob wir die 100 km/h schaffen. Ich werde jetzt einfach nur langsam hoch beschleunigen auf die 100 km/h, falls er die denn schafft. So, jetzt haben wir schon mal 50. Okay, fühlt sich ein bisschen komisch an auf jeden Fall, aber okay, machen wir mal ein bisschen mehr. Ach du Scheiße, Mann. Okay, 70. Oh, da kommen schon Leute. Potenzielle, ich rufe bei der Polizei an, Leute. Mit dem Ding dürfen die ja gar nicht fahren. Komm, jetzt die 100. Oh nein! Oh, nur 80! Oh Mann! Der schafft doch nur 80! Kann sein, dass der Highspeed irgendwie limitiert ist durch das Programm. Ich müsste das mal genauer angucken. Aber ich muss sagen, die 80 km/h erreicht er schon ziemlich schnell. Gut, der Akku ist auch nicht ganz voll. Das ist natürlich... Ja, da kommen locker noch 50 km/h drauf, wenn der Akku voll ist. Nee, nicht wirklich. Aber ich denke, es liegt schon eher am Programm. Und das Heftigste, was ich eigentlich immer noch nicht so richtig fassen kann, meine selbstgemachte Felge, die hält einfach. Krass. Was ist eigentlich hier für ein Weg? Oh, okay, kein Plan, was das ist. Drehen wir mal wieder um. Ich finde es echt noch nice, dass ich jetzt hier so rumfahren kann, ohne dass jetzt irgendwelche Leute hier komplett ausrasten und versuchen, mich vom Motorrad zu hauen oder so. Ich glaube, wenn das ein Benziner wäre jetzt mit einem lauten Auspuff, dann könnte ich hier ganz sicher nicht so locker fahren. Ist auch verständlich. Ich meine, wenn man jetzt hier am Samstagabend mit der Familie schön
einen kleinen Spaziergang machen möchte, da ist das schon mega nervig, wenn da einer mit einem richtig lauten Auspuff hier vorbeifährt, wo es eigentlich verboten wäre. Also ich komme mir so dumm vor, auf so einem, ja, halben Motorrad hier einfach wie ein Fahrrad zu fahren. Ich habe die Reifen auch ein bisschen besser aufgepumpt. Gut, das sind auch Stollenreifen, vielleicht mit so Enduro-Reifen könnte man da geschwindigkeitsmäßig auch was rausholen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist so genau auf 80 gefahren, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das am Programm liegt, dass der nicht schneller fährt. Auf jeden Fall. Hauptsache, ich habe eine Klingel. Sonst Knast. Ich strecke sogar die Hand aus, wie so ein Fahrradfahrer. Alter, guckt euch das mal an. Okay, sieht gar nicht so geil aus. Wobei, die paar Stellen da, da würde ich schon gern fahren, ey. Aber wenn ich da fahren gehe, kommen die mit dem Polizeihubschrauber, Alter. Oh, jetzt hab ich eine Mücke geschluckt, glaube ich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu enttäuschend für euch. Ja, dass wir die 100 jetzt doch nicht geschafft haben. Aber ich muss sagen, beim Pitbike vor allem kommt es ja nicht so auf die Höchstgeschwindigkeit drauf an, sondern eher auf die Beschleunigung. Und die ist schon bombastisch, also dazu mache ich dann aber noch ein anderes Video. Und ja, dann gucken wir mal, wie gut man dann noch Wheelies mit dem Ding machen kann. Also vom Handling her ist es echt richtig geil. Motocross... Ah, was ist Mücken, ey? Alter, wie viele Mücken? Die habe ich jetzt gegessen. Lecker, lecker. So, fahren wir jetzt noch eine Runde durch den Wald, würde ich sagen. Alter, what the f***? Was ist da passiert? Okay, das ist jetzt nicht ganz so optimal. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Es ist einfach ein Reh auf der Straße, oh mein Gott! Zwei Rehe, drei Rehe, oh! Dürfen die das? Müssen sie nicht in diesem Gehege sein? Alter! Auf jeden Fall, genau, jetzt bremst ja der Motor und der Akku wird wieder geladen und der Hund ist... Ui, Alter, wie schnell ist der? Ja. Ich hoffe, das war nicht zu enttäuschend und bis zum nächsten Mal.